Morgen. Ich bin noch müde. Steffi hat geschrieben. Sonst hat nämlich keiner meine du brauchst so einen Code dafür und nur diejenigen, die den Code haben, können mir auch was schicken. Und ja, Steffi, was heißt das? Steffi ist die Einzige, die mir was schicken kann. Bin mal gespannt. Also immer, wenn ich eine Nachricht bekomme, dann wackelt das Herz, ne? So, jetzt gucken wir mal. Oh oh, oh oh. Hello, baby girl. Have a nice day. Bist jetzt neidisch? Dass mir Steffi schreibt oder dass ich so eine Lovebox habe? Beides. Ja. Die hat von mir nämlich heute schon um 3 eine Nachricht bekommen, weil seitdem bin ich wach. Ja, dann ist doch heute der optimale Tag, dass wir gleich ein bisschen was shooten, oder? Auf jeden Fall. Ich habe auch noch ein paar TikTok-Videos, die wir machen, weil ich dachte, ach, so zum Einschlafen sind TikTok-Videos immer ganz praktisch so. Also ich schlafe immer mit TikTok-Videos meist ein, so im Bett. Und dann habe ich das gestern halt oder heute früh halt auch versucht und das Gegenteil ist passiert. Ich bin dann bei diesen, kennst du diese Helikopter-Videos? Das ist so ein Trend gerade auf TikTok. Ich kenne den Bierkapitän. Oh, ich habe seitdem einen so schlimmen Ohrwurm. Aber wir müssen das auch machen. Also Helikopter machen wir heute noch. Ja, zeig's mir gleich, machen wir. Und ja, ich muss unbedingt den M4 gleich mal sauber machen. Mhm. Fahren wir in die Waschbox? Mhm. Okay, alles klar. Schon mal benutzt. Ja, guck. Habe ich nur vergessen. Schickes Auto. Wo fahren wir hin? Wir fahren kurz ins Parkhaus. Ja. Ich will nämlich wissen, ob der Wagen hier, wie nennt sich das nochmal, Parkassistent hat. Und Parkhaus sicher ist. Ja, stimmt. Boah, du hast es hier aber auch immer warm. Nur deine Seite, weil hier saß Steffi zuletzt. Ach so, okay. Deswegen. Praktisch wird es oben bei der Schranke, weil da finde ich, dass der Bordstein da A, ziemlich hoch ist und dass die Durchfahrt sehr eng ist. We will see. Mit dem Otus war das eine Vollkatastrophe. Also eine richtige Vollkatastrophe. Aber ich konnte auch nicht mehr zurück, weil wie willst du hier rückwärts wieder runterfahren? Ja, nee, das ist stimmt. Und ich hatte hinter mir auch schon eine Schlange und die wollten alle durch. Und ich habe da so 5 Minuten gebraucht, bis ich mit dem Otus da mal durchkam. Aber Lambo-Felge, ne? Will man sich halt nicht zerkratzen. Nee, die generell keine Felge will man sich zerkratzen. Also. Boah, ich krieg gleich einen Drehwurm. So, wir sind jetzt da. Krass. So. Ach, guck mal, easy. Boah, ich weiß nicht. Easy. Ich habe kein Gefühl. Ich habe noch kein Gefühl für Breite. Soll ich mal draußen gucken? Nein, es ist jetzt so, als wenn ich alleine wäre. Okay, bin gar nicht da. Okay, wie sieht's bei dir aus? Warte, ich mach mal hier Fenster. Hast doch, guck mal, gar kein Problem. Oh, ich weiß ja nicht, ne? Klar. Guck mal, wie eng das jetzt wird, da mit den Pöllern drauf. Alles gar kein Problem. Also hier passt. Weiß ich, ja. Stück nach rechts kannst du noch. Stück nach rechts? Niemals. Doch, mach. Niemals. Mach. Okay, das hat auf jeden Fall schneller geklappt als mit dem Otus damals. Boah, aber das ist echt schmal, ne? Aber es ist scheiße schmal. Wenn man rausfährt, ist das wieder komplett entspannt. Okay. Aber hier die Einfahrt, Katastrophe. Gurt anlegen. Ja, ich habe mich schon abgeschnallt. Ich auch. Boah, ein Rettungsmanöver. Ich auch. Ich glaub, guck mal, das ist das Rathaus von Hessen. Ach Quatsch. Mhm. Wusstest du das nicht? Nee. Das war lange Zeit das größte Rathaus oder das höchste Rathaus Europas oder so. Okay. Mhm. Also ich bin ja kein Essener. Stellen wir uns mal hier hin, ja. Ja, boah, hier ist die Aussicht. Dann bist du jetzt quasi auch Ruhrpottler. Ja gut, das war ich schon immer. Nee, so richtig nicht. Ja, Bochum ist doch Ruhrpott. Ah ja, doch. Das ist schon so richtig Ruhrpott. Ein bisschen. Ja, das ist noch mehr Ruhrpott als Essen. Boah, hier ist eine schöne Aussicht. Hier ist cool. Hier ist cool. So, was wollen wir jetzt zuerst testen? Den Parkassistenten. Ja. Ja, dann. Ich muss dazu sagen, ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß nicht, woran der sich orientiert. Also normalerweise kenne ich das nur so, dass der zwischen zwei parkenden Autos zum Beispiel parkt. Ja? Genau. Er hat keine 360-Grad-Kamera. Nee, aber er hat den Parkassistenten. Hast du den schon an, weil du stehst schon so super? Parkassistent ist aktiviert. Da ist ein Pfeil drin. Okay.
So, und jetzt das sind aber, glaube ich, die Linien hier. Oder? Nee. Was muss ich jetzt machen? Vielleicht Rückfahrassistent? Achso. Losfahren, Umfeld. Oh. Ach krass. Oh nein! Muss ich jetzt. Oh, ich ja, muss. Du musst ein bisschen Gas und Bremse selber machen. Aber wo will er denn einparken? Ich weiß auch nicht. Er ist verwirrt. Woher. Ja. Woher weiß der jetzt, wo ich. Ich wollte eigentlich da parken. Er fährt einfach nur zurück. Oder? Will er sagt, da gerade rein? Ach so. Nee. Warte, wir schaut einfach, was er vorhat. Am geilsten ist das Lenkrad. Er sagt noch 23 Meter, wo will er denn bitte parken? Ja, ich glaube, ja. 20 Meter? Helikopter, Helikopter! Okay, ja. Das hat schon mal nicht geklappt. Danke für nichts. Okay. Oder der erkennt hier halt tatsächlich keine Parklücken, weil so. Hier keine Autos stehen. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. So, mit dem Parkassistenten einparken. Mhm. Parkassistenten einschalten und aktivieren. Dazu Rückwärtsgang einlegen oder die Parkassistenztaste drücken und gegebenenfalls am Kontrolldisplay das System aktivieren. Parkassistent ist aktiviert. Ich drücke da einfach mal drauf. Parkassistent ist aktiviert mit einer Geschwindigkeit bis ca. 35 km/h und einem Abstand von maximal 1,5 Meter vorwärts an der Reihe der parkenden Fahrzeuge vorbeifahren. Der Status der Parklückensuche und mögliche Parklücken werden am Kontrolldisplay gezeigt. Merkst du den Fehler? Ja, wir brauchen Autos. Genau. Ja. Mhm. Okay, ja klasse, guck mal. Okay. Steht sogar drin, wie man driftet hiermit, habe ich gerade gesehen. Seite 67. Ja, der hat auch hier so einen Drift-Analyser. Ja. Da werden dann Sterne vergeben für den besten Drift. Sag das nicht dem Dan. Nein. Sollen wir ein paar Bilder machen? Ja. Yes. Okay. Okay. Ich weiß, was wir machen. Wir machen erstmal das TikTok. Okay. Das, du weißt, welches ja, ich meine, ja, ne? Okay, okay. Das Lustige. Ja, cool. Okay. Okay. Jetzt hin? Ja, ich weiß nicht, fahren ein bisschen durch die Gegend und gucken, wo wir. Was wollten wir denn eigentlich noch machen? Eigentlich Auto waschen. Ach ja, Auto waschen. Aber wir haben 4 Grad. Hast du Bock? Nee, ehrlich, um ehrlich zu sein, so gar keinen Bock, weil wir bräuchten auch eine Waschbox, wo es warmes Wasser gibt, sonst stellen wir die Finger an. Völlig korrekt. Und wenn wir auch ganz ehrlich sind, jetzt eine Stunde nach Dormagen habe ich eigentlich auch keinen Bock. Nee. Sollen wir das einfach vertagen? Auf den Sommer. Ah, clever. Ja, okay. Okay, danke. Aber guck mal, wie schön Essen eigentlich ist, ne? Wunderschön. Auch jetzt gerade oben die Aussicht, dann noch hier in so einem schönen Kraftfahrzeug. Aber ganz ehrlich, Essen hat sich ein bisschen gemacht, zumindest die Innenstadt. Okay. Also das hier ist alles neu. Gut, den Limbecker gibt es schon was länger. So, dann haben wir das riesengroße hier Cinemax-Gebäude. Also das Lustige ist ja, viele denken ja, das wäre das Kino. Nee, das links daneben ist das Kino. Die drei großen Tower. Nee, genau, links daneben also, ist nur das Kino. Das, großer Tower, das Kino. Ja. Da kann man übrigens sehr gut Spider-Man drin gucken, habe ich mir sagen lassen. Stimmt, du warst mit dem Dan dort, ja, ne? Ja, richtig, genau. Ich will den auch noch sehen. Also ich habe auch schon ganz viele TikTok-Spoiler-Video gesehen. Der ist unfassbar gut. Das ist der richtig gut gewesen. Ja. Aber lange Dinge. Geht der, ne? Ja, fast 3 Stunden, glaube ich. Ja, da ist Ikea. Da müssen wir übrigens auch noch hin. Wir bräuchten noch die ein oder anderen Sachen für die Firma. Ja. Wir richten ja noch die, das Lager wird neu umgeräumt. Wir haben da ein bisschen Platzmangel. Wir könnten auch noch mal so einen Rundgang machen, ne, wenn du Bock hast. Ja, das können wir auch machen, aber nicht heute. Nee, heute nicht. Machen wir auch nochmal. Heute nicht. Aber das machen wir auf jeden Fall noch, weil in der Firma hat sich auch einiges getan. Ich glaube, der Stand... Das ist doch Dan. Da ist doch Dan. Der Dan ist beim Sport. Ich glaub's ja nicht. Echt? Der ist beim Sport. Und der wollte mir Bescheid sagen. Der ist da sicher irgendwo gerade am Touren. Ich sag's dir. Da, der ist bei FitX. Ich sag's dir, der ist da irgendwo. Dann kann man den da irgendwo winken. Da ist Emi, schau mal, da ist Emi. Ja, das ist Emi. Und der trainiert sicher mit Blick auf Emi. Ich glaub, der stand auf dem Laufband. Echt? Ich glaub schon. Wie geil. Und ich sag noch zu ihm, sag Bescheid, ich habe extra meine Sportsachen mit. Ja. Ja, habe ich wirklich. Ja. Was soll das denn? Nix. Ich fange auch am Freitag an. Ja, ist klar. Nee, wirklich? Ja. Ich habe einen Termin mit meinem Personal Trainer am Freitag. Ja, zum Kaffee trinken oder was? Cowboy ist auch dabei.
Ah, es echt? Gibt also keine Ausreden. Okay. Ja, keine ab. Okay. So, wir haben jetzt hier folgende Parksituation. Dass du einfach vorwärts reinfahren kannst. Nein, wir machen das rückwärts. Und okay. Ich möchte wissen, wie der das rückwärts jetzt gemeistert bekommt. Meinst du, er schafft das? Bevor du den Assistenten benutzen willst, musst du den anmachen und dann an den Parkplätzen vorbeifahren. Okay, so viel Platz habe ich aber, glaube ich. Doch, hab ich. Genau. So. Und jetzt fährst du vorwärts daran vorbei. Und jetzt müsste er den gleich erkennen. Oder auch nicht. Ach, willst du hier einfach stehen? Ja, stimmt. Steht Tobi auch immer. Aber so bin ich erstmal zufrieden. Ja, Parkhaus klappt auch schon mal, ist super. Ich bin echt froh, dass ich da durchkam, aber es war schon eng. Mhm. Wir hatten uns gerade ja gar nicht richtig verabschiedet. Wir mussten nämlich schnell nach oben. Wir haben nämlich gerade noch Besuch gehabt. Mhm. Was heißt denn nach oben? Ins Büro mussten wir nach oben, ins Büro. Mhm. Wir hatten auf jeden Fall gerade Besuch von einem anderen M4 und auch dem Herrn war nicht bewusst, wie sein Einparkassistent funktioniert. Mhm. Also ich bin tatsächlich, oder wir sind nicht die Einzigen, die da... Und wir haben sogar die Gebrauchsanweisung gelesen. Hä? Wir haben sogar die Gebrauchsanweisung gelesen. Ja. Naja. Wir haben es im Hof auch versucht, zwischen zwei parkenden Autos zu parken. Was haben die gesehen? Lief die Kamera da ja, auch? Ja, da lief so. Die Kamera. Okay. Ja, ihr habt gesehen, das hat nicht so gut geklappt. Ich muss da nochmal anrufen. Wir sagen jetzt auf jeden Fall Tschüss und macht's gut. Bis demnächst. Und ja, ne? Bis nächste Woche. Tschüss.